1085 Tage befinden wir uns nun schon in der Schlacht um Europa oder besser gesagt um Osteuropa. Ja, wir haben eine gewaltige Reiterarmee. Willkommen erstmal, ne, bevor ich es vergesse. Meine gewaltige Reiterarmee, die ist mal wieder voll am Start und so. Und mit der will ich jetzt losreiten und mal richtig hier, also ich würde sagen, ich weiß ja auch nicht, also die Polen, die gehen ja schon vor die Hunde, die Roten hier, die müssten auch mal, aber die haben so viele Sachen, oh nee. Nee, ich glaube, wir bearbeiten weiter die Polen, das klappt jetzt ganz gut. Vorwärts Marsch. Vorwärts Marsch, Polen ist am Arsch. Wir nehmen uns hier Entschuldigung. Aha, wer kommt denn hier raus, ja? Gut, ich habe einfach nur das Falsche gedrückt, kann das sein? Nehmen wir Leitern, ich würde sagen, wir machen Leitern, zack. Vielleicht kommt der Fürst ja auch raus oder haut ab. Wäre mir beides lieb, ansonsten würde er halt mit Zermalm zusammen mit seiner nutzlosen Armee, die gleich tot über den Mauern hängen wird. Zum Angriff! Wie war das noch gleich? Machen wir das so. Wir stürmen die Mauern. Alle zu den Mauern. Zack, zack, zack. Das muss zackiger gehen, Leute. Zackiger, sage ich. Los, durch den Fluss und dann die Leitern hoch. Ab jetzt dürft ihr wieder ballern. Los geht's. Okay, wieder Nahkampfwaffen, ihr habt genug geballert. Jetzt wird gestürmt vom Feinsten. Nehmt mich mit! Gut, dann lade ich halt meine Pistole nach. Habe ich was getroffen? Ich glaube nicht. Oh shit! Ah, Mist, hier liegen ein paar Leute rum, das gefällt mir nicht. Ah, da ist nichts, das ich treffen könnte. Verdammt, ich soll es aufhören. Ah! Ich bin doch nur hier hoch. Ist denn das so schlimm? Ich komme hier nicht rauf. Tut was. Wie sieht's denn aus? Auch mal aussehen, tut's ganz gut. Aber bei der Einmauer. Hey, hier wollte ich gar nicht hin. Bei der Einmauer sind sie auch schon durchgebrochen. Hier kommen wir jetzt auch durch. Das ist schön. Ah, das war daneben. So macht man das. Vorwärts Marsch. Im Übrigen dürft ihr jetzt auch wieder ballern, wenn ihr wollt. Zonk. Also ich denke, das war's gleich. Gut gemacht. Alle Mann feuern, da kommen die Gegner. Nahkampfwaffen. Oh, puh, wo geht denn ihr alle hin? Ihr solltet zu mir mitkommen. Stattdessen hocke ich jetzt hier allein rum, oder was? Aua! Überlebe ich das? Nee, natürlich nicht. Wozu auch? Verdammt, wo kamen die denn alle jetzt her und wo waren meine Leute, wenn ich sie immer brauche? Direkt wieder neue Leitern hinstellen. Also das lasse ich mir ja mal gar nicht gefallen, dass die Stadt mich hier zurückwirft.
Also das sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich sowas irgendwie nötig hätte. Oh, sowas habe ich aber auch nicht nötig. Boah, sind das ein Haufen Kosten hier. Ach, du Heilige. Hört doch mal auf mich. Mein Geld! So, können wir jetzt oder wie? Wie sieht's denn aus, feindesmäßig? Och, ist eigentlich ganz okay. Oh, wieso drücke ich denn immer das? Also wir sind zumindest in der Überzahl. Das ist ganz fein. Da dürft ihr auch eure Waffen nach Belieben einsetzen. Boah, Headshot. Habt ihr das gesehen? Da habe ich voll den Kopf weggezwiebelt. Und noch einer weg. So, jetzt auch mal volle Ladung in den Nahkampf, würde ich behaupten. Dass wir jetzt hier auch mal vorankommen. Wir haben schon zu viele Männer hier verloren. Das muss jetzt mal ein bisschen zackiger gehen. Mal los jetzt, Alawe! Muss ich nachhelfen? Los! Hoch! Ihr habt schöne rote Hosen, das gefällt mir. Was ist denn eigentlich mit meiner schwarzen Rüstung? Müsste die nicht irgendwie mal fertig sein? Sollten wir vielleicht bei Gelegenheit mal nachschauen. Habe ich überhaupt eine bestellt? Ich denke eigentlich schon, dass ich eine bestellt habe. Ich rede zu viel, kann das sein? So, was habt denn ihr Schönes? Schwedische Reiter, die nehme ich natürlich mit. Den Veteranreiter sowieso. Sonst habt ihr jetzt nichts, das ich gebrauchen kann. Naja, fein. Von euch werden jedenfalls wieder einige befördert. Wir reiten jetzt zurück in unsere schöne Stadt hier hinten. Wo wir uns jetzt erstmal wieder... Oh, nee, hier gibt es gar keine zum Abholen. Das ist aber schade. Ach ja, ich bin ja in der falschen Stadt. Die Sachen bestelle ich ja eigentlich immer hier hinten in Slutsk. Ach, sieh mal eine an. In dem Moment, wo ich es holen gehen will, ist es auch fertig. So gehört sich das. Erstmal zum Rüstmeister. Dann zurück zum Waffenmeister. Gut, dankeschön. Dann gehen wir mal zum Gemischtwarenhändler. Weil der kann den ganzen alten Schrott jetzt eigentlich mitnehmen. Dafür nehme ich mir noch ein bisschen Futter mit. Wie viel Gold habe ich? Boah, ich habe nichts mehr. Ich bin pleite. Nee, hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Hinterlegen minus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, dann würde ich sagen, reiten wir jetzt mal zu unserem Goldesel hinter. Und gucken mal. Oh, das wird gerade geplündert, oder wie? Das ist nicht schön. Das ist nicht schön, das sage ich euch. Slutsk wird mal wieder belagert von mir aus. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Ich muss jetzt erstmal neue Reiter rekrutieren. Gibt bestimmt wieder eine Fuhre in der Stadt. Da haben wir sie. Her damit. Die müssen ausgebildet werden. Und bei allem, was mir heilig ist, das werden sie. Wollen wir uns direkt hier die Stadt vornehmen? Oder gucken wir mal, wer hier hinten rotzfrech belagert? Wer macht denn hier alles mit? Oh, so einige. Sechs Fürsten sind hier am Start. Es sind mir eigentlich ein paar zu viel. Ich meine, vielleicht kommen ja die großen Hunderter nicht mit. Ich muss mal gucken. Was sind denn hier die gefährlichsten Fürsten? Hier... Jan Zamoski, Zigiewiczki und Oginski. Oginski kommt wahrscheinlich mit. Oginski kommt mit, aber ich glaube, die anderen, die habe ich jetzt relativ weg.
Ja, das sieht doch gut aus. Das machen wir. Vorwärts, Männer. Wir kämpfen gegen eine Übermacht. Das gibt ganz schön Ansehen, wenn wir hier gesiegt haben. Und bei allem, was mir heilig ist, wir werden siegen. Lass gar nichts anderes zu. Für den Sieg. Nehmt sie an der Spitze, Männer. Nehmt sie an der Spitze. Und auch die Infanterie. Davon gibt es genug. Boah, ich habe direkt schon 4 Leute gekillt. Holt sie euch. Ich glaube, die haben wir jetzt schon ganz schön durcheinander gewirbelt. Haut sie platt. Alle Mann zu mir. Wir haben hier nämlich noch eine ganze Reiterstaffel. Ah, warum mein Pferd? Das hat euch überhaupt nichts getan. Kommst du runter von dem Gaul? Ich brauch dein Pferd. Ich hab gesagt, ich brauch dein Pferd. Boah, ich brauch's aber lebendig. Da ist ein lebendiges Pferd. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht treten, sondern aufsteigen. Es tut mir leid. Boah. Gut, da habe ich... Oh, shit, ich muss weg. Zu viele auf einem Haufen. Gegen so viele komme ich jetzt auch nicht an. Ah, scheiße, da hat er mich weggebombt, der Hund. Ey, wenn ich jetzt in Gefangenschaft gehe, ne, ich kotz. Ne, ich gehe nicht in Gefangenschaft, gut. Weil ich muss ehrlich sagen, da wäre jetzt wieder alles weg gewesen. Da wäre ich richtig ausgerastet wieder mal. Na gut, man kann es auch anders regeln. Was ist denn das für eine Festung? Ah, das ist auch noch so eine blöde hier, ne? Ich weiß nicht, ob es das unbedingt wert wäre. Weil hier ist ja immerhin auch eine Übermacht. Oh, das wollte ich jetzt aber auch nicht. Gut, da müssen wir jetzt leider ins Gefecht. Habe ich nicht gewollt, tut mir leid. Ah, die Reiter kommen uns entgegen. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Die haben aber auch viele Reiter, Mensch. Und jetzt habe ich auch noch einen an der Backe. Zonk, beide weggehämmert. Wie schaut's aus? Na, hervorragend. Jetzt habe ich das schon wieder gedrückt. Ich drück immer das. Ich bin so ein Das-Drücker. Das glaubt ihr nicht. So, wer will denn Ärger haben? Ich muss sagen, ich finde das schon so ein bisschen frech, dass ihr hier meine Leute attackiert. Ah, neue Feinde. Kann man ja auch mal gebrauchen, sowas. Wir brauchen ja unser Kanonenfutter. Aber passt auf, die sind jetzt alle frisch und ausgeruht. Und bei mir sind schon wieder so viele Pferde draufgegangen. Boah, da habe ich einen vom Pferd geklöppelt. Habt das gesehen? Das war schön. Und noch mehr neue Feinde. Wo wollen wir denn hin? Gut gemacht.
Die niederländische Pistole, die ist echt ziemlich treffsicher. Gefällt mir. Zack, wieder einen vom Pferd geholt. Ey, was willst denn du? Aus dem Weg! Wie ich die alle wegsammel! Es ist so schön! Es ist so toll! Zack! Keine Überlebenden! Ich hab gesagt, keine Überlebenden! Tötet sie! Diese Burg gehört uns! Zeigt's diesen polnischen Ludern! Und zwar so richtig! Zack! So, Männer, wie sieht's aus? Ich würde behaupten, relativ gut. So, alle Mann in den Nahkampf, genug geschossen. Zermalmt den Rest. Es stehen doch überall Pferde rum. Können wir den nicht irgendwie... Genau, hier. F5, alle Mann aufsitzen, bitte. Sucht euch Pferde. Wir brauchen alle Reiter, die bereit sind. Der holt sich ein Pferd oder auch nicht. Na, ist auch gar nicht mehr nötig. Wir haben den Feind vertrieben. So, bei mir sind 6 gestorben und beim Gegner 320 Verluste, 212 davon tot. So, der nächste Kampf ist jetzt schon nur noch 88 gegen 212. Wir machen uns vorwärts. Na hui, warum habe ich denn plötzlich so viele Leute? Wisst ihr was? Ihr sammelt euch mal hier. Und fächert euch schön aus. Ich will hier eine richtig schöne Angriffslinie. Angriffslinie bilden. Habt ihr euch aber ganz schön weit ausgefächert, wenn ich das mal sagen darf. Alle Mann mir nach. Und Angriff. Holt sie euch. So muss das sein. Überall sind meine Reiter am Start. Oh, entschuldige, habe ich dein Pferd getötet? Das wollte ich nicht. Nur Nahkampfwaffen. Tötet sie im Nahkampf. Aber wo wollen wir denn alle hin? Schon wieder neue Feinde? Nach sowas. So viele Truppen können die doch jetzt gar nicht mehr haben, Mensch. Geht doch alle mal hops. Zack. Ich liebe die niederländische Pistole, die ist so schön. So, jetzt geht's aber erstmal wieder in die Breitschwert-Action rein hier. Wird denn auf mich feuern wollen? Oh, da habe ich daneben geschlagen. Das ist sowas. Zonk. Wie eine Urgewalt. Das, Leute, ist der Inbegriff der Imperiumsfaust, das sage ich euch. Die Reiterarmee, die ich jetzt in der letzten Zeit mir aufgebaut habe, das ist der Inbegriff der Imperiumsfaust. Man kann es nicht anders sagen. Oh, da steht eine Lasagne im Wege rum. Lasagne! So, wie sieht's aus? Langsam mal fertig werden, oder was? Es wird Zeit für die Haie, es wird schon dunkel hier. Der Sandmann läuft auch gleich. Oh, guck mal hier, Bäumchen. Da hinten werden anscheinend noch die letzten Feinde verfolgt. Waffen nach Belieben einsetzen, feuert auf alles, was sich bewegt.
Ja, hier laufen tatsächlich noch ein paar Versprengte rum, du. Aber nicht mehr lange. So, Männer, das war's. Gib mir mein Ansehen. Yay. Ja, Hauptsache, die entkommen alle, ne? Boah, 7 neue Reiter. Kann ich gut gebrauchen. Ein paar Verluste hatte ich ja jetzt sicherlich auch. Bisschen was zum Verkaufen mitnehmen. Muss ja auch mal sein, sowas. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Der 19er. Hängt hier ganz alleine rum. Und der greift mich auch ganz alleine an. Der hat ja Mut. Alle mal Nahkampfwaffen, das sind nur ein paar Männlein. Die wälzen wir einfach nieder, als wäre es nichts. Na, wer läuft da hinten so einsam herum? Sehr schön. Da dürfte eigentlich auch keiner abhanden gekommen sein. Den dürften wir komplett vernichtet haben. Gut, nee, also das ist mir zu billig. So, Burg erfolgreich verteidigt, habe ich fein gemacht. Jetzt wird es Zeit, dass wir unseren Verdienst bekommen, indem wir die Kohle hier klar machen. Kaufen auch mal noch ein bisschen was mit dazu. Ah. Da könnt ihr auch mal ein bisschen mehr Kohle haben. Guckt mal, hier habe ich doch ein wunderbares neues Pferd. Meine Armee freut sich, das hat gut geklappt. Vielleicht gibt es ja jetzt auch in Lehmberg neue Reiter. Sieht mir nicht so aus, da müssen wir noch einen Tag warten. Jetzt sind neue Reiter da, gut. Nehme ich natürlich wieder alle geschlossen mit hier. Oh, da müssen wir jetzt mal gucken. 1, 2, 3, 4. Da gebe ich die 4 zurück und nehme die 4 mit. Weil die Veteranenreiter, die dürften die Produktion ja eigentlich nicht stören, denke ich mal. Von daher ist das alles geritzt. So, Barbara, meine Gute. Lass mich mal deine... nee, Ausrüstung wollte ich gar nicht gucken. Hier wollte ich gucken. Ich gebe dir mal wieder ein bisschen Stärke, dann gebe ich dir mal das hier. Und dann machst du das schon. Und wir nehmen jetzt unsere Armee und ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine Pause und beim nächsten Mal zeigen wir den Polen dann weiter, wo der Hammer hängt. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.